willkommen zurück zu Lass uns hier mal so Landwirtschaftssimulator 2013 zusammenspielen. Mein Name ist der Gardehol mit einem R und dabei sind der Lukas und der Six. Hi. Und der Garda. Hi. Ja, wir werden jetzt mal hier direkt Mais-Action machen noch. Damit wir dann vielleicht mal einen größeren Hänger kaufen. Das wäre dann der nächste Schritt. Aber erstmal müssen wir hier. Seht ihr jetzt überhaupt? Ah ja, Helfer seht auch ohne Saat, richtig. Das habe ich auch in vielen Videos ja falsch gemacht, ne? Wurde ich dann auf unserer Community darauf hingewiesen. Ja, Six, erzähl doch mal was zum Thema Tierschutz. Hä? Was ist das? Ich schütze Tier. Ich esse Schnitzel, damit das Schwein nicht geschossen wird. Secondhand-Vegetario. Kuh frisst Gras, ich esse Kuh. Genau so schaut's aus. Ja, auch da komme ich wieder aus aktuellem Anlass drauf, denn, also wenn ihr wie ich, ja, euch gerne mal aus so Ökospinner-Tierschützern, die also Hühner lieber auf einem freien Feld sich gegenseitig Augen und Ohren auspicken lassen und keine Hackocken entwickeln lassen, statt liebevoll in einer Pflegebatterie aufzuziehen. Pflegebatterie war übrigens ein absichtlicher Versprecher. Aber wenn ihr die mal wieder trollen wollt, so wie ich das gerne tue, dann sei euch doch einfach mal das folgende Werkzeug an die Hand gegeben. Wenn dann einer rumbettelt wieder und hier die armen Tiere, gibt doch mal, wie heißt es? 50 Euro für notleidende arme Tiere und bla bla bla. Da könnt ihr doch einfach mal folgende Frage diesemjenigen stellen. Das sind ja meistens Leute mit selbstgestrickter Kleidung, die auch im Sommer mit Handschuhen und Wollmütze rumlaufen, ne? Ihr kennt die. Und dann fragt ihr auch mal folgendes. Sagt ihnen, ich habe jedes Jahr mir vorgenommen, 50 Euro zu spenden. Dann haltet ihr so einen 50-Euro-Schein dahin und sagt denen so, diese 50 Euro, die kann ich jetzt nach Afrika geben und davon 4 Kinder 3 Monate lang ernähren. Oder aber ich schütze hier in Deutschland Tiere damit. Und jetzt sagen sie mir, was ich tun soll. Ich garantiere euch, das gibt eine sehr interessante und lebhafte Diskussion. Nur mal so am Rande. Ja, also Tierschutz. Was, Lukas? Wie sieht's denn aus mit dem Mädchen bei euch in der Klasse? Wie, also, jetzt die Mädchen oder, Sehr Nein. Gut, Lukas. Das muss man eben kurz überlegen. So, Minute 4, Episode 5, ja. Direkt mal verteilen da. Dann kommt das so als Durchsage auf der Schule. So, Herr Heidschnucke, was denkst du denn von den Mädchen in eurer Klasse? Ding, ding, ding. Herr Heidschnucke, bitte ins Sekretariat. Ey, ich heiße nicht Heidschnucke. Ja, ich find's aber lustig, dich so zu nennen. Ich hab nichts gegen, wenn man mich so nennt. Aber ja. Nur an YouTube, ich heiße nicht so. Okay, was anderes. Ja. Tierschutz, meinst du jetzt gerade sowas wie Massenzucht und Freilandzucht der Vergleich oder aussterbende Tiere vom Aussterben? Ja, das ist ja wieder was anderes. Zu schützen, naja. Also gerade das mit Legebatterien und all sowas, wir haben ja in der Schule jetzt in NWT haben wir so eine schriftliche Ausarbeitung über Bio machen sollen. Also Bioprodukte. Ja, Bioprodukte, ja. All sowas halt. Und also dieses ganze Zeug, was ungesünder ist, aber man mehr dafür bezahlt. Kann man ja, glaube ich, so zusammenfassen. So ungefähr. Ja, ist ja so. Also, du findest nichts, was wirklich... Da brauchst du wirklich einen Vertrauten, von dem du sicher weißt, der, was weiß ich, neben dir wohnt. Wir haben Garten. Ja, oder so. Ja. Das ist das Beste. Selbst, naja gut, du sollst jetzt nicht selber irgendwie einen Kuhstall bauen, einen Schweinestall bauen. Also es wäre das Beste, weil früher hat es so geklappt. Ja, weil wir bei der Tauschhandelsdiskussion wären. Tausche Schwein gegen Fahrrad. Naja,
Hans im Glück wird da sogar noch richtig Geld dabei machen. Mal was anderes nebenbei. Habt ihr zufällig Galileo Big Pictures angeguckt? Welche von den 20.360 Ausgaben? Jetzt letztens eine. Da war so ein Typ dabei, der hat aus einer Büroklammer hat er getauscht, immer weiter getauscht, bis ein Haus davon sich ertauschen konnte. Ja, ja, das ist krass. Ja. Aber das muss man auch können. Also da muss man sehr wortgewandt sein. Also ich kenne jetzt wenig Leute, die sehr viel so reden und wortgewandt sind und viel sprechen. Also kenne ich kaum. Mhm. Es gibt ja Leute, die wollen sich ihr Hobby, nämlich so eine Modelleisenbahn, von der Community finanzieren lassen. Six lach auch noch. Ja, hört ja wieder nicht zu. Fand die Idee wirklich so doof? Nee, also es wäre schon eine gute Idee, aber ich glaube nicht, dass es klappt. Ja. Mal schauen, vielleicht mache ich das bei 10.000 Abonnenten, irgendwann im Sommer. An euch da draußen, ihr seht noch, was er damit meint. Beziehungsweise Nein. hört es, wenn Nein. ihr das Megaprojekt. Das war dann schon, das ist wahrscheinlich schon raus, das Video jetzt. Echt? Okay. Ja, ich komme auch total wieder mit der YouTube-Zeit. Was wann passiert. Oder passieren wird oder passiert ist. Das ist alles sehr verwirrend immer. Mal was anderes nebenbei. Ich habe hier nichts zu tun. Ich fahre hier sinnlos das auf dem Hof rum. Ja, der Six, der koordiniert schon wieder nicht richtig. Ja, ich dresch hier gerade Raps ab. Und wer lädt dich ab? Na, das ist schön. Bis jetzt noch niemand. Tja, bist Lukas. Bist du der rote Boppel da oben bei Feld 11? Nee. Feld 9? Feld 36 trifft sie ja. So ein bisschen ganz die andere Richtung. Dann ist Garda der Boppel. Ich bin der rote Boppel. Okay, solange ich der grüne Boppel bin. 13,6%, ey. Ah, so viel Elend. Naja. Bloß jetzt nicht in die Politik abschweifen, sonst hört ihr 7 Minuten Monolog. Bei uns war jetzt Abstimmung für Gesamtschule. Ob es eine geben soll oder nicht. Ja. Weil, du wohnst in Süddeutschland, oder? Hm. Ja, also abgelehnt. Baden-Württemberg. Ja. Ah, Baden-Württemberg. Baden-Württemberg. Wann willst du umziehen? Gar nicht, mir gefällt's hier. Die Gegend, alles so schön grün. So, ich rede diese Folge nicht mehr, das ist mir zu doof. Macht ihr mal weiter. Ich sag schon mal tschüss. Ne, hier Boden- und Seeregion ist wirklich schön. Perfekt zum Urlaub machen. Schöne grüne Pflanzen. Und ein super funktionierendes Schulsystem. Wollte das jetzt wirklich nicht ziehen mit Klappe halten? Ich weiß es nicht, vielleicht ist er vom Stuhl geflogen. Wir können über Politik reden. Oh ja. Dann ist er gleich wieder dabei. Also, wisst ihr, der Garda, der mag ganz besonders die Grünen. Er mag nichts mehr als die Grünen. Er geht immer zum Wählen und wählt für die Koalition Rot-Grün. Weil die anderen, die kann er gar nicht leihen. Vor allem die Schwarz-Gelben nicht. Mag er gar nicht. Grün, das ist seine Lieblingsfarbe. Dafür lebt er, dafür strebt er. Könnt ihm ja, wenn ihr wollt, ein T-Shirt oder so schicken oder Fanartikel. Ne, Garda? Also entweder hat er sich jetzt an seinen Kaffee verschluckt oder... Ja. Was lässt denn du hier für eine... Pisswolke ab. Keine Ahnung. Ich sehe gar nichts. Bleib mal stopp, genau. Ja. Ich sag das so.
Ja, pass mal Obacht. Ich drücke jetzt extra die Push-to-Talk-Taste. Ne? Also Six und ich, wir ernten hier gerade Mohn. Schön. Mohn. Ja, schön grau. Raps. Ja, Mohn. Das ist Mohn. Das ist doch schön grau. Mohn wirkt übrigens bei einem, also wenn man, was weiß ich, eine Mohnseele gegessen hat und dann in einen Drogentest kommt, dann wirkt es positiv. So, nebenbei bemerkt. Auch Mohnkuchen? Weiß ja nicht. Möglich. So, wo fahre ich das hin? Ja, warte mal, da passt das ganze Feld in den Hänger rein. Wie viel Prozent hast du? 42. Naja, halbes Feld. Sag Bescheid, ich... Effektiv arbeiten. Du kannst mal gucken, lass halt den Hänger einfach da hinten stehen. Ja. Und gucken, ob Garda was arbeitet. Wenn er schon nicht mehr redet. Wo ist der? Ja, der müsste da oben am Hof irgendwo da sein. Da fährt er. Oh. Das war... Wann ist der Helfer? Ah, gut. Na, das ist auch ein Helfer. Wo ist das? der wechselt in die Fahrzeuge hin und her. Penner. Irgendeiner ist jetzt da unten bei mir gerade gewesen. Das war ich. Achso. Ja, aber Garda könnte eigentlich schon mal mit den Gruppe. Wir brauchen noch eine Gruppe hier unten. Soll ich den holen? Den hole ich jetzt. Ja, muss man nicht mal einen kaufen. Na, dann soll der Garda mir mal Geld überweisen und ich kaufe eine Gruppe. Übrigens, Garda ist mit einem Trecker unterwegs. Irgendwo, glaube ich. Und was hat er sich vorhin für einen gekauft? Keine Ahnung, was er für einen gekauft hat. Ich glaube, einen grünen. Also ich habe dir jetzt mal 20 überwiesen. Du kaufst den gleichen Gruppe, den wir schon oben haben. Okay. Ich glaube, einen grünen Traktor, weil Garda mag grün so. Vielleicht mal lieber ein, sonst klaut er mir den Traktor ja noch.